Liebe Freunde, 1829 haben wir es im Herbst. Hier ist euer Steinwallen. Wir sind in Wallonien. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wir haben schon die Materialien, dass wir ein Klipper mal bauen können. Ich denke, das ist ganz gut. Dann haben wir erstmal mit der Handelskapazität, mit der Handelsflotte auch keine Schere rein. Gut, haben wir den Verkauf schon eingestellt? Ja, hier ist nicht viel zu verkaufen diesmal. Pferde will offenbar im Moment keiner. Dann kann es weitergehen. Zu beenden. Sehr schön Eisenwaren verkauft und dank unserer hervorragenden Außenpolitik zeigen Privatinvestoren Interesse, uns in Übersee zu vertreten. Oh, das ist ja neu, sehr schön, wunderbar. Und ein Clipper ist zu uns gekommen. Prima, Botschaft in Pont eröffnet. Der Außenminister eröffnete kürzlich eine Botschaft in Pont. Der neue Botschafter befindet sich an Bord eines Schiffs auf dem Weg zu seinem neuen Posten, wo er im Laufe dieses Jahres erwartet wird. So, wir haben wieder Eisen entdeckt. Ach Gottchen. Mensch, wo gehen wir jetzt hin? Gut, und hier wollten wir beide oben nach Hukschi bauen. Der ist hier auch zu Potter gekommen. Dann mach mal hier einfach weiter. Und einen Investor haben wir. Aber ich glaube, den Investor können wir jetzt auch gar nicht einsetzen, weil wir... Warte mal, wir gehen mal hier hin. Oder... Können wir den Prospektor jetzt hier auch schon einsetzen? Oder muss das Land sich uns untergeordnet haben? Jetzt bin ich nicht ganz im Plan. Wir probieren das einfach mal. Ah ja, alles klar. Das heißt tatsächlich, wir können jetzt hier schon Gebiete kaufen. Aber bei Baumwolle und so weiter macht das für mich noch keinen Sinn. Was kostet das denn? 1900 verkaufen. Wir könnten es entwickeln. Nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben jetzt auch keinen Landwirt. Aber das heißt, wir könnten den Prospektor hier reinschicken, ne? Das probieren wir gleich mal. Ob das geht. Ob ich mich jetzt täusche oder ob das geht. Wo haben wir ihn? Hier ist er. Bitte mal zurücknehmen. Und dann probieren wir das. Ja, tatsächlich. Das geht. Sehr schön. Dann drück mal die Daumen, dass in diesen paar hügeligen Gebieten hier sich irgendwas befindet. Er soll erstmal ein bisschen deaktiviert werden. Auf ihn kommen wir dann noch zurück. So, hier machen wir jetzt erstmal das Spiel, dass wir das auch wieder abbrechen. Die zu dritt dann auf Patrouille schicken. Das ist in Ordnung. Hier hat sich erstmal nichts getan an der Kapazität, aber ich will da weitermachen. Wir müssen mehr transportieren können. Das ist unumgänglich. So, wir müssen den auch verbessern. Jetzt haben wir hier keine Arbeitskräfte mehr. Was haben wir denn hier zur Verfügung? Wir haben ziemlich viel Stahl im Moment. Ich würde mal sagen... Oh, und was ich auch gerade sehe, wir brauchen einmal Papier. Und ich tendiere dazu, dass wir hier vielleicht zwei... Ach ne, da kann ich nur ein. Ja, alles klar, dass wir hier zwei weniger Stahl produzieren. Dass wir hier immer noch ein bisschen an der Transportkapazität arbeiten. So, was wird ansonsten gebaut? 212. Eigentlich ist das okay zum Verkaufen. Wir müssen bloß mal wieder ein bisschen was verkaufen. Das kann alles weg. Gut. Jetzt haben wir hier in Pont die Botschaft. Jetzt versuchen wir den Pakt mit Pont. Und dann hoffen wir, dass wir die mal ein bisschen mehr bei uns einkaufen. Und dass sich unsere Beziehungen verbessern. 1700, ne? Ich will jetzt erstmal kein weiteres Geld ausgeben. Wir beenden mal den Zug. Mehr gibt es jetzt im Moment nichts. Ja, wir haben wieder was verkauft. Sehr schön. Zwei Eisenbahn, zwei Bekleidung. Das gibt uns jetzt ordentlich Geld. Prima. Und der Pakt ist auch besiegelt. So, hier hast du nichts. Schade eigentlich. Ach, wäre das schön, jetzt hier irgendwie Diamanten zu finden. Hier weiter hoch nach Hukschi. Du hast die höhere Transportkapazität. Dann, ich glaube, wir brauchen jetzt am meisten mal Vieh. Und wo machen wir jetzt weiter? Eisen, Pferde. Ich glaube, wenn, dann werden wir irgendwann die Holzindustrie als nächstes ausbauen. Deswegen gehen wir mal in die Richtung. Dann ist jetzt eigentlich auch der Moment gekommen, wo wir hier die Schaufelräder
in die investieren können. 2000 haben wir da, das ist gut. So. Dann runter auf 1000, indem wir den nächsten Meister uns angeln. Und auch hier... Na, lass uns vielleicht jetzt regulär einfach immer mal eine Kapazität erhöhen. Im Moment ist es ja wirklich nicht so ganz so dringend. Gut. Bretter sind zahlreich. Papier ist in Ordnung, wenn das produziert wird. Das ist eigentlich alles ganz in Ordnung jetzt. Hier sind wir auf Maximum. Hier auch. Wir könnten vielleicht sogar... Aber warte mal, wenn wir das machen, dann werden 4 Bretter verbraucht, aber wir produzieren 7. Also wir haben auf jeden Fall einen Überschuss. Das heißt, wir können auch mehr Stühle produzieren. Das ist völlig okay. Die Frage ist, wollen wir gleich noch einen neuen Mann uns holen? Ja, ich glaube, es ist nötig. Wir haben immer keine Arbeitskraft. Also schaden kann es nicht. Gut. Gibt es noch was zu tun? Ja, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mehr ist nicht. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken, ob wir Geschäfte machen. Ja, endlich mal wieder Pferde. Diesmal an Zim, Möbel und 2 Eisenwaren. Sehr gut. 2500 verdient. Und die Schaufelräder können wir jetzt auch. Und Pferde sind knapp in Patagon. Das ist schön. Natürlich Konkurrenten, aber... Oha, jetzt ist hier Eisen. Aber jetzt mal echt. Also Eisen jetzt hierher zu holen. Andererseits, ich weiß gar nicht, ob das auch noch weiter die Beziehung verbessert. Und so, wir bauen jetzt hier die Bahn hin. Du hast hier gebaut, dann beginnen mal hier das hier auszubauen. Eine mehr. Was machen wir da? Noch mehr Fleisch? Ja, vorerst. So, hier wollen wir auch immer wieder einen mehr machen. Hier wird weiter investiert. Sehr gut. Wir haben, brauchen dann aber 2 für den nächsten Schritt. Also müssen wir hier nochmal runtergehen. Ja, und jetzt ist Überschuss, den wir komplett abarbeiten können. Wobei wir hier eigentlich auch noch einen weitergehen können. Machen wir das mal lieber. Wir könnten durchaus ja auch mal anfangen, ein bisschen Waffen zu verkaufen. Ich habe nämlich gelernt, die Waffen werden nicht eingesetzt. Also die Großmächte kaufen wohl keine Waffen, sondern nur die kleinen. Das sind gewissermaßen in dieser Form dann eine reine Handelsware, was ja auch praktisch ist. Wir können ja jetzt... Oh ja, das schaut... ein Kaperschiff, das braucht Kohle. Das ist natürlich jetzt ein Ding. Das heißt, wenn wir die bauen wollen, müssen wir Kohle einkaufen. Weil wir einfach nicht die Überproduktion haben. Kohle ist hier wirklich knapp. Und also wenn jetzt hier Kohle wäre, da unten in dem Land, da würde ich sofort investieren. Den Kohlebergbau haben wir auch komplett ausgeschöpft. Also da ist auch nichts mehr zu holen. Dann werden wir jetzt mal immer ein bisschen Kohle einkaufen. Das mit den Pferden sollte ja funktionieren. Machen wir gleich mal 4. Jetzt in der Pferdekrise, während der Pferdekrise. Das ist in Ordnung. Gut, Zug beenden. Weiter geht's. Kohle, jawohl. Aber nur einmal von Sindel. Also Sindel muss ja irgendwie Kohle haben. Ich meine, wie kriegen die die Kohle her, frage ich mich. Da muss doch irgendwo in irgendeinem Berg muss doch die Kohle stecken. So. Da ist nichts Neues. Da haben wir sie. Sehr gut. Okay, prima. Dann machen wir das jetzt. Dann aktivieren wir jetzt den Kapitalisten. Den Investor. Warum sage ich immer Kapitalist? Und der soll hier das kaufen. Eure Exzellenz, der Gouverneur von Barna ist willens, uns dieses Land für 2580 zu verkaufen. Wir könnten es entwickeln. Wollen Sie den Handel abschließen? Ja, das wollen wir. Sehr gut. Du baust dann bitte hier den Bahnhof und du entwickelst hier weiter. Auch gut. Das heißt, wir kommen hier echt auch
weiter voran mit Baumwolle und Co. Das ist auch nicht schlecht. Gehen wir mal hier voran im Moment. So. Ja, die Handelsmarine ist doppelt so groß. Das ist beunruhigt uns jetzt nicht. Das investieren wir hier wieder in den nächsten Meister. Und wir haben zwei Überschuss, die wir dann hier verwenden. Da gibt es keine Besonderheiten. Ja, uns fehlt immer noch Arbeitskraft. Eigentlich müssen wir schon wieder den nächsten reinholen, weil es muss immer weitergehen. Okay, dann, ach so, die Sache mit den Kaperschiffen, da brauchen wir weiter noch Kohle, das können wir noch nicht investieren. Da warten wir mal auf die Importe ab. So, noch können wir gut verkaufen. Versuchen wir unser Glück. Ein bisschen Kohle müssen wir auch kaufen. Das ist in Ordnung. Hier hat sich. Ja, wollen wir. Ja, ist mir jetzt ein bisschen zu riskant, 1000 jetzt nochmal für die Meinung zu investieren. Wir kaufen erstmal von Sindel. Und das war's. Gut, hier war leider nichts mehr. Schade auch. Und jetzt ist der letzte Hügel, den wir. Hier unten. So, dich brauchen wir nicht mehr. Ich würde mal sagen, du gehst dann erstmal wieder nach Hause. Stationieren wir hier, das ist gut. Ja, jetzt muss natürlich dieser Bergmann, der jetzt hier irgendwo tätig ist, muss natürlich noch fertig werden. Und dann wird das was da. So, ein mehr haben wir. Setzen wir den mal hier ein. Der wird weitergebildet. Wie steht es jetzt eigentlich hier? Getreide benötigt 18, 4, 4, 4, 4. Ja, wir müssen echt mal anfangen, hier Konserven zu bauen. Das mache ich direkt jetzt mal. Waffen haben wir ohne Ende. Das ist so eine Art Reserve. Wie teuer ist denn eigentlich der Waffenpreis? 1400 ist sogar. Das ist ja interessant. Der ist geringer als der Preis für Werkzeuge. Ich würde mal sagen, dann hören wir jetzt einfach mal auf oder verringern das mal, bauen immer nur eine Waffe und disponieren hier so ein bisschen um. So, hier ist nichts mehr rauszuholen. Hier ist auch alles effizient. Hier können wir noch einen aufsetzen. Das ist in Ordnung. Gut. So. Dann die nächste Zugbeendung. Möbel und Bekleidung zweimal verkauft. Es geht weiter. Eure Exzellenz, der Rangierbahnhof ist modernisiert und vergrößert worden, um mit dem erhöhten Warenverkehr Schritt halten zu können. Auch sehr schön. Und hey, die erste Stadt liefert jetzt Rohmaterialien, Tromsø. Großartig. Das ist ein interessanter Schritt jetzt. Und Patagon hat sich zum bevorzugten Handelspartner von Horschen entwickelt. Ich wusste gar nicht, dass ich in Horschen Handelspartner war, besonders. Leider hier nichts gefunden. Dann muss er jetzt erstmal wieder zurückkommen. Oder können wir hier auch was machen? Aber hier gibt es keine Berge. Da kann der Prospektor gar nicht. Doch hier. Dann machen wir das hier auch. Sehr cool. Wow, schaut euch das mal an. Jetzt wird Stahl. Können wir Stahl hierher holen? Das machen wir natürlich. Dann lasst uns hier wieder runterdrehen und hier Stahl bringen. Ist ja wunderbar. Prima. Tromsø. Hier, das ist also die erste. Die derartiges. Ne, kommt das wirklich aus Tromsø? Na, vermutlich. So, jetzt sehen wir hier den opulenten, schönen Rangierbahnhof. Wunderbar. Sechs Arbeitskräfte haben wir. Was fehlt uns? Uns fehlt Papier. Wir stellen nur eins her. Ah ja, da habe ich nicht aufgepasst.
Wir können ihn jetzt nicht zum Meister machen. Na gut, dann ist das so. Dann haben wir ein bisschen mehr Arbeitskräfte zur Verfügung. Wir werden mal wieder hier ein hochschrauben. Und sind wir jetzt schon in der Lage? Nee, uns fehlt echt Kohle. Wir kriegen keine Kohle eingehandelt. Das ist das Problem. So, aber die Arbeitskräfte wollen wir natürlich ausnutzen. Ist hier irgendwo noch Kapazität frei? Nee, ist nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wir sind echt an der Kapazitätsgrenze. Ach so, in dem Fall kann man immer sehr schön dann Konserven herstellen, wenn sowas der Fall ist. 5 und 16. Das ist in Ordnung. 8000 ist auch in Ordnung. Das ist ein ordentlicher Puffer. Was wollen wir jetzt verkaufen? 5 haben wir hier schon im Angebot. Okay. Der Investor. Nee. Wir beenden erstmal den Zug. Zim hat der kleinen Nation von Sindel den Krieg erklärt. Wollen Sie Zim den Krieg erklären? Ach du Scheiße. Was sind denn das? Und war nicht Zim mit Patagon verbündet? Oh mein Gott, Leute. Jetzt sind wir aber heftig in der Pflicht. Können wir uns die Lage hier nochmal anschauen? Ja, können wir. Okay, das müssen wir jetzt tun. Militär annehmbar, Industrie schwach sind wir. Also, lass mal kurz die... Wo sehen wir nochmal die... 4 sehen wir die Verpflichtung. Zim ist tatsächlich im Bündnis mit Patagon. Das heißt, wir hätten jetzt einen Riesenkrieg am Hacken. Aber Sindel ist ja unser einzige wirklich treue... Nein, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, Leute. Wie heikel ist das denn? Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie man diesen Krieg am besten jetzt führen sollte. Müsste man jetzt nach Sindel seine Flotte schicken und dort die Armee hinschicken. Wenn wir den Krieg erklären, ist natürlich auch Wallonien bedroht. Wir können nicht an allen Ecken und Enden gleichzeitig unsere Einheiten haben. Das ist ja total heikel. Oder greifen wir dann ganz frech einfach Patagon an, wenn die mit Zim in Krieg sind? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber irgendwie müssen wir doch jetzt was tun. Oha. Wir nehmen an. Das darf nicht sein. So. Boah, schaut mal, was wir verkauft haben. 5 Eisenmann an Sindel. Wir haben 10.000 verdient. Ja, wenn jetzt Sindel wegfällt, dann fällt hier einer unserer wichtigsten Handelspartner weg. Das können wir uns einfach nicht leisten. 18.000 haben wir. Also Geld haben wir ohne Ende. So, Exzellenz, Sindel hat Ihnen aus Dankbarkeit ein Denkmal errichtet und unserer Handelsmarine neue Schiffe zur Verfügung gestellt. So, und jetzt ist ein Riesenkrieg ausgebrochen. Wir haben erstmal 2 Clipper. Die Großmacht Patagon hat uns den Krieg erklärt. Sie müssen mit Hilfe des Verteidigungsministers Armee und Kriegsmarine mobilisieren, um unsere Hauptstadt unter allen Umständen zu verteidigen. Und feindliche Flotten kreuzen vor unseren Küsten, vor der Narviksee. So. Patagon erklärt Ordune den Krieg. Also Ordune ist mit eingestiegen, wie es aussieht. Ach du Schreck. Ach du Schreck. So, da haben wir auch was gefunden, aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so interessant. Den schicken wir erstmal zurück in die Heimat. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas erkundbar ist. Ja, soll er da einfach weitermachen. Der Investor, den werden wir jetzt erstmal deaktivieren. Und dann müssen wir uns mal in Ruhe mit der Lage hier befassen. Also wer ist jetzt hier mit wem im Krieg? Ist Ordune auch im Krieg? Mit Patagon und Zim, ist das so? Ich sehe das nicht ganz. Krieg. Ach ja, Tveld ist ja auch noch mit dabei. Tatsächlich, es ist also immerhin eine gute Nachricht,
Das Bündnis hat gehalten. Großartigerweise. Orduhne ist mit Patagon und Zim mit im Krieg. Ja. So sieht's aus. Also wir beiden gegen die. Wir gucken mal, wie im Ranking das jetzt aussieht. Im Status. Wallonien und Orduhne ist ganz vorne. Aber das Interessante ist, das ist natürlich jetzt hier Militär. Und da ist Orduhne gut dabei. Und wir sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind ja total abgefallen. Ist hier die Marine mit berücksichtigt? Oh mein Gott. Ich meine, Patagon ist auch nicht übermäßig stark und Zim ist jetzt auch nicht ganz vorne. Oha! Also das wird ja super heikel. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt eine völlige Kehrtwende machen. Unsere Produktion müssen wir wohl oder übel ein Stück weit runterfahren. Und wir brauchen neues Militär. Was ich nicht einschätzen kann, wie sieht es aus mit unserer Flotte? Ist die. Hier ist Orduhne. Ist die schlagkräftig genug? Das ist das Entscheidende, ne? Narviksee, da haben wir eine Feindflotte. Zwei Linienschiffe. Geschätzt. Man weiß es halt nicht. Ach du Schreck. Ja, was ist die beste Strategie? Vermutlich ist es das Beste, wenn wir einfach uns Patagon widmen. Das liegt nah bei. Wir können unsere Flotte auch hier, haben wir sozusagen zumindest einigermaßen hier in der Nähe. Nee, das ist Orduhne. Warum steht hier feindliche Flotteneinheiten? Orduhne ist doch unser guter Freund. Das ist doch ein bisschen blöd. Denner kreuzt hier auch in der Gegend rum. Ja, gut. Okay, Leute. Also, eine dramatische Wende dieser ruhigen Zeit der letzten Jahre. So wie wir uns das gedacht haben, funktioniert es nicht. Aber was ist das auch für eine aggressive Tat, unseren besten Partner hier einfach so zu attackieren von Zim? Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinmalen.